Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Rituals Deluxe Adventskalender, heißt der? Oder wie heißt der? Weiß ich nicht. Den auf jeden Fall. Den günstigeren von beiden, sage ich mal. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender hat 59,90 Euro gekostet und ich finde, dass es für einen Adventskalender ganz schön hochpreisig ist. Aber Rituals ist meiner Meinung nach eine coole Marke und ich mag Rituals, ich mag die Düfte, ich mag einfach so viele Sachen von denen. Deswegen wird sich der Adventskalender für mich in jedem Fall lohnen, weil wir haben hier Produkte drin im Wert von, ich glaube, 120 Euro oder so. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis von diesem Adventskalender ist besser als das von dem, der teurer ist. Das ist ziemlich interessant und auch eigentlich ganz gut zu wissen. Deswegen habe ich mich auch für diesen Adventskalender hier entschieden und nicht für den für 89,90 Euro. Genau, weil da die Relation halt nicht so schön ist. So sieht er dann aus. Es ist wunderschön. Du hast hier eine schöne Schleife, die man Gott sei Dank nicht öffnen muss, weil die hier hinten halt mit so einem Gummizug ist. Die kannst du einfach so abziehen und den Adventskalender so rausziehen. Hier haben wir den Adventskalender. Das Design ist auch dieses Jahr total schön. Nicht so schön wie bei dem teureren, aber dafür stimmt hier dafür der Inhalt. Und ich würde sagen, wir starten mit der Nummer 1, die sich hier in diesem Kläppchen befindet. Habe mich umentschieden, werde den hier in dieser Nähe mit euch zusammen öffnen, weil es steht in diesen Kläppchen immer was drin und das möchte ich gerne vorlesen. Tranquil Tuesday, also ruhiger Dienstag. Light this candle for a moment of pure tranquility with the warming scent of ancient sage. Also du sollst diese Kerze anmachen für einen Moment der absoluten Entspannung und Ruhe und ja, den warmen Duft verspüren. Oh mein Gott, das war jetzt nicht so gut. Ja, mein linker Finger ist auch ein bisschen kaputt, ne? Das ist Savage Garden Private Collection. Eine kleine Kerze. Eigentlich haben wir die in den Rituals Adventskalendern immer zu den Adventssonntagen. Aber ich glaube, der 1. Dezember ist nicht der 1. Advent. Das riecht auch wirklich sehr, sehr angenehm. Also hat nicht wirklich was Weihnachtliches, sondern auch eher was Frisches tatsächlich. Aber sehr angenehm, leicht blumig. Schön. Ich brauche hier auf jeden Fall gleich eine Handcreme. Ich hoffe, hier ist eine Handcreme drin. Die wird nämlich direkt dann verwendet. Hier ist die Nummer 2. Oh. A merry meeting of Eastern Spices and Western Heritage with the limited Amsterdam Collection Foaming Shower Gel. Ein fröhliches Meeting oder ein fröhliches Treffen mit östlichen Gewürzen und westlichem Heritage, weiß ich nicht, was das gerade heißt, mit der limitierten Amsterdam-Kollektion und das ist ein Foaming Shower Gel. Ach so, in diesem Video wird es übrigens auch noch eine Verlosung geben, falls ich das eben noch nicht erwähnt habe. Das sage ich euch am Ende des Unboxings, was es zu gewinnen gibt. Genau, und hier haben wir mit Tulpe und japanesischem Yuzu dieses Schauergel. Das ist ja cool. Ich glaube, aus der Amsterdam Collection hatte ich auch noch nichts. Boah, das riecht so gut. Mega angenehm. Die Nummer 3 ist hier und sie ist lang und schmal. Ich hoffe, ist wahrscheinlich eine Nagelfeile oder so. Nee, wow. Ein Deep Sleep Pillow Mist, a Christmas Dreamcatcher, enhance the quality of your sleep with the magical, the ritual of Ying Pillow Mist. Also du sollst quasi deine Schlafqualität mit diesem Pillow Mist, mit diesem Kissenspray verbessern. Oh, das ist so toll. Das hatte ich auch schon mal. Ich habe das auch in groß tatsächlich da, ne? Das ist so, so angenehm. Genau, und das ist halt... Oh, mit Sacred Wood, also gesegnetem Holz. Nein, das ist auch irgendwie ein ganz besonderes Holz. Und Lavendel, und das riecht hammermäßig gut. Und ja, vollkommen empfehlenswert. Das ist echt geil. Die Nummer 4 haben wir direkt hier oben. Oh, schön. Oh, holy night mask. Repair your hair while you dream of Christmas miracles with the Elixir Collection Overnight Hydrating Hair Mask. Also du sollst quasi entsprechend dein Haar reparieren, während du an die an Weihnachten denkst, mehr oder weniger. Genau, und das lässt du über Nacht drauf. Hydrating Hair Mask, über Nacht. Interessant, das habe ich auch noch nie gesehen, dass es sowas gibt von Rituals. Also ich kenne ja einiges von denen, aber das nicht. Das ist die Elixir Collection.
ich weiß nicht, wonach das riechen soll, Arganöl und Shikakai. Und hier haben wir 20 Milliliter drin. Aha. So, jetzt kommen wir zu der Nummer 5, die sich neben der 4 befindet. Und das ist der Tag vor Nikolaus. Ja, hier haben wir eine Handcreme drin von The Ritual of Ayurveda. Merry Massage. Stay balanced during the hectic holidays with The Ritual of Ayurveda Hand Balm. Also du sollst ausbalanciert bleiben bei der ganzen Hektik, die so im Alltag ist oder während der Weihnachtszeit mit diesem Handbalsam. Das ist der Recovery Hand Balm for Dry Skin. Und was könnte ich jetzt gerade mehr gebrauchen als den hier? Der ist mit Indian Rose und Sweet Almond Oil, also mit indischer Rose und süßem Mandelöl. Und mega geil, denn Recovery kann ich für meine trockenen Hände, meine kaputten Hände gerade echt so gut gebrauchen. Ich nehme mir ordentlich auf. Normalerweise nimmt man ja ein bisschen weniger, ne? Aber sie brauchen es gerade. Boah, du hast hier gerade überall diesen geilen Duft, ne? Das ist himmlisch. Meine Hände sehen jetzt natürlich nicht aus wie neu geboren, aber sie fühlen sich gerade richtig gut an. Mega. Ha! Ja, das passt auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt mal zu der Nummer 6. Und ich glaube, der 6. Dezember dürfte nicht nur Nikolaus sein, sondern das dürfte auch ein Adventssonntag sein, oder? Sehe ich das falsch? Den haben wir nämlich hier. Ja, wir haben hier nämlich auch eine Kerze drin. Ist dann der erste Advent dieses Jahr vor Dezember, also quasi noch im November. A festive sparkle. Light this intensely aromatic and unique candle to infuse your living space with positive and sparkling energy. Ja, du sollst diese aromatische Kerze anmachen, um einfach deinen Lebensraum etwas schöner und positiver und energiereicher zu machen. Und ja, hier haben wir jetzt tatsächlich mal einen anderen Duft drin, und zwar Green Cardamom. Das finde ich auch sehr, sehr interessant, denn ansonsten hatten wir, glaube ich, bei den Kerzen immer die gleichen Düfte mit drin. Boah, das riecht aber auch sehr angenehm. Hat aber noch ein bisschen was Kräuteriges tatsächlich mit dabei. Die Nummer 7 haben wir hier, und hier haben wir auch wieder so ein schmales Kläppchen. Oh. A Wondrose Christmas. Let your inner sparkle shine through with the spritz of the new The Ritual of Holy Body Mist. Okay, also du sollst quasi deinen inneren Schein rauslassen mit einem kleinen Spritzer von dem The Ritual of Holy Body Mist, und der scheint neu zu sein. Happy Feigen Body Mist, das soll dich glücklich machen. Mit weißer Lilie und Pfirsichblüte. Mega geil. Ich persönlich benutze aber leider keine Body Mists, also Körpersprays. Hier haben wir die Nummer 8. Meine Lieblingsreihe von Rituals ist Ritual of Sakura. Christmas Magic. Treat your skin with the magic touch of nourishing the Ritual of Sakura Body Cream. Also ja, Weihnachtsmagie. Du sollst deine Haut einfach mit einem Hauch von dieser wundervollen Creme verwöhnen. Magic Touch Body Cream. Ich liebe es. Organic Rice Milk and Cherry Blossom. Ja, das ist doch voll mein Duft, Leute. Mit Kirschblüte. Ich müsste davon noch einen riesengroßen, kompletten, ganzen, vollen Tiegel haben, oder? Nee, nee, den habe ich leer gemacht. Oh, mega. Gehen wir zu der Nummer 9. Die ist hier. The Ritual of Samurai. Das ist für Männer. Oder halt ein eher männlicher Duft, sage ich mal. Adventurous Advent. Start your day empowered with cooling effects of The Ritual of Samurai Hair and Body Wash. Also du sollst deinen Tag einfach gestärkt mit diesem kühlenden Effekt von dem Hair and Body Wash Produkt oder Kopf, also Haar- und Körperwaschprodukt von The Ritual of Samurai starten und feiern und keine Ahnung, und das ist toll. Organic Bamboo and Japanese Mint. Das ist auf jeden Fall ein Produkt, was in einen Männer-Adventskalender reinwandern wird, den ich erstellen werde. Ja. Nummer 10 ist hier. Twinkle Twinkle, give your complexion a smoother appearance and a radiant look with Saffron Flower and Holy Lotus. Okay, du sollst hiermit auf jeden Fall schöner aussehen. Also ein sanfteres Erscheinungsbild und einen strahlenden Look mit dieser höchstwahrscheinlich enthaltenen Ampulle. Das ist Ritual of Namaste, eine Anti-Aging-Ampull-Booster-Geschichte. Und das ist die Glow-Ampulle. Die sind gar nicht mal so günstig. Und wie gesagt, da ist halt eine komplette Ampulle drin. In diesem gut verschlossenen Ding, ne? Das finde ich auch schön. Und die befindet sich hier. Das war schon die 10. Wir sind zweistellig, Leute. Help. Okay, wir gehen zu der Nummer 11.
Christmas Harmony. Take a moment to celebrate with the sweet scent of Indian Rose and the soothing effects of golden honey. Also du sollst einfach eine Weihnachtsharmonie versprühen und dir einen Moment der Rebalance nehmen mit dem süßen Duft von Indian Rose und dem und den angenehmen Effekten von goldenem Honig. Nurturing Shower Oil. Okay, das ist ein Duschöl, was die Haut entsprechend nähren soll. Oh, und das ist von Ritual of Ayurveda. Auch wieder wie dieser Duft auf meinen Fingern. Übrigens, Handcreme ist schon voll eingezogen, ne? Es hat ein sehr weiches Hautgefühl hinterlassen. Mega. Ja, genau. 75 Milliliter sind hier enthalten. Halbzeit. Die Nummer 12 haben wir hier oben. Halbzeit ist für mich auch immer wichtig. Da muss auch was Cooles drin sein. Winter Gloves. Treat yourself with a scrub glove for soft and silky smooth skin. Pair it with yesterday's gift for the ultimate spa moment at home. Okay, also du kannst es zusammen mit dem Körperöl verwenden. Und das ist ein Peeling-Handschuh. So schaut er aus. Ja, ist ganz praktisch, ne? Dann brauchst du nämlich kein mechanisches Körperpeeling an sich nochmal mit dazu, sondern du kannst es einfach als so Peeling-Handschuh verwenden. Man kann die Handschuhe auch waschen. Sie lösen sich bei mir aber irgendwann in Wohlgefallen auf, ne? Das muss ich dazu sagen. Aber ist auf jeden Fall cool, dass hier ein Handschuh mit drin ist, finde ich. Weil das gehört auch irgendwie zu diesem Spa-Feeling allgemein mit dazu. Hier oben haben wir die Nummer 13 und das dürfte eigentlich eine Kerze sein, oder? Ist da nicht auch Adventssonntag? A scent of cloves. Enjoy the essence and aroma of the holiday season when you light this private collection wild fig candle. Also das ist mit wilder Feige, diese Kerze. Und damit sollst du ein entsprechendes Holiday-Feeling bekommen. Also von dieser Holiday-Season ist ja quasi diese Weihnachtszeit, ne, in England oder in Amerika. Und das ist die Wild Fig-Kerze. Also wilde Feige. Das müsste denn ja nach Feige riechen. Riecht so aber nicht viel nach irgendwas. Na, ganz leicht kommt dieser Feigenduft raus. Aber wenn man mir das so unter die Nase halten würde, ohne dass ich wüsste, dass es wilde Feige ist, würde ich nicht sagen, oh ja, das ist Feige. Weil ich finde, Feige riecht jetzt auch nicht so ultra intensiv, oder? Naja, aber man muss mal gucken, wie die ist, wenn man die anhat. Die Nummer 14 haben wir hier. A Radiant Dew. Enjoy the merry and positive vibes of the Ritual of Karma Bath and Shower Gel, no matter where you are. Mhm. Einfach, du sollst die positive Stimmung von diesem Ritual of Karma Bad- und Duschgel wahrnehmen. Das ist natürlich winzig klein, ne? Das ist also wirklich sehr, sehr klein. Holy Lotus and Organic White Tea, also mit diesem Holy Lotus Duft und weißem Teeduft. Ja, meine Fingernägel sehen schlimm aus, ich weiß, es tut mir leid. Ich kann sie aber heute nicht machen, weil ich mache heute ganz viele Adventskalender auf. Das ist irgendwie, da beißt sich die Katze in den Schwanz, ne? Oh, das riecht aber richtig gut. Die Nummer 15 haben wir hier und die ist länglich und lang und ich glaube, es ist eine Nagelfeile, oder? Wir hatten sonst immer eine Nagelfeile in diesem Adventskalender drin. Natürlich ist es eine Nagelfeile. No letters in your Christmas tights. Prevent your nails from snagging your stockings with this lightweight portable nail treat file. Ja, also damit du halt keine Laufmaschen in deinen Strumpfhosen drin hast. Ja, es ist eine Nagelfeile, ne? Das ist ganz nice. Da sage ich vielen Dank, kann man gut gebrauchen. Doch, ne? Gerade jetzt bei diesen Nägeln. Erwartet man in einem Adventskalender für 60 Euro eine Nagelfeile? Nicht unbedingt. Aber sie ist einfach immer drin. Das ist so obligatorisch bei diesem Adventskalender. Okay, die Nummer 16 ist hier oben. Holiday Hospitality. Give your guests a luxurious experience for their entire visit with the Ritual of Sakura Soap Bar. Also du sollst auch deinen Gästen ein schönes Erlebnis geben. Mit dem Ritual of Sakura, dieses Seifenstück. Ja, Rice Milk and Cherry Blossom, das ist ein kleines Seifenstück. Das finde ich auch ganz cool. Sowas ist auch praktisch, ne? Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen und ich liebe den Duft, darüber müssen wir gar nicht reden. Und das werde ich safe nicht zum Pinselwaschen verwenden, sondern für meine wirklich eigene Handwäsche. Ich könnte mich den ganzen Tag da reinlegen, dieses Ritual of Sakura, ne? Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber dieser Duft catcht mich. Die Nummer 17. Ah, hier haben wir wieder eine Ampulle.
A Christmas Glow. Reveal your inner glow and fight the first signs of aging with the Ritual of Namaste Ampoule Booster. Also hiermit kannst du quasi den ersten Zeichen der Hautalterung entgegenwirken. Das ist nett. Ich meine, das konnte man mit der anderen auch. Es ist doch einfach die gleiche. Wollt ihr mich denn hier vereiern? Ja gut, wenn die gut ist, dann ist das nicht schlimm. Aber wir haben ja einfach nochmal die gleiche drin wie eben. Die haben auch unterschiedliche. Die hätten da auch was anderes reinpacken können, oder? Gerade bei einem Adventskalender in dieser Preiskategorie. Etwas Abwechslung wäre cool gewesen. Das ist jetzt irgendwie gerade blöd gewesen. Okay, die Nummer 18. Eigentlich liebe ich diesen Adventskalender. Nichts hätte mich trüben können, aber irgendwie... Gorgeous on the go. Don't forget your miracle wipes when you travel home for Christmas. Du sollst deine magischen Abschminktücher nicht vergessen, wenn du nach Hause reist für Weihnachten. Und hier haben wir halt Abschminktücher drin von The Ritual of Namaste. Das ist ja die Skincare-Geschichte von denen. Purify Biodegradable Cleansing Wipes mit Moringa und Holy Lotus. Und die riechen halt echt gut, ne? Also die habe ich letztes Jahr auch verwendet. Finde ich gut. Doch, kann man nicht so sagen. Damit würde ich mich aber im Leben niemals abschminken. Das ist halt echt, ne? Immer aufpassen. Auch wenn die biomäßig irgendwie biologisch abbaubar sind. So, ja. Removes waterproof Make-up. Ich benutze da lieber einen guten Reiniger für, ne? Die Nummer 19 haben wir hier unten. Yay, auch ein ganz toller Duft. Be sweet to your skin. This foaming shower gel from The Ritual of Karma brings happiness and positive vibes for body and soul. Also du sollst quasi auch nett zu deiner Haut sein und ja, halt entsprechend Fröhlichkeit und positive Stimmung mit diesem Ritual of Karma Duschschaum in dein Leben bringen. Full of Kindness, also ja, Holy Lotus and Organic White Tea, also das ist halt der gleiche Duft, den wir eben auch schon hatten, aber halt jetzt als Duschschaum. Ich liebe ihn. Das ist echt angenehm. Ja, wir sind jetzt schon im 20er Bereich, hier oben ist die 20. Natürlich, wir haben wieder eine Kerze. Make a wish. Transform your home into a fragrant heaven of precious oud and warm oriental essences and celebrate joy and wishes of happiness. Okay, also du sollst einfach dein Zuhause in ein ganz spezielles Gedöns transformieren mit einem Duft vom Himmel. Mit warmen orientalischen Essenzen und Oud. Ich weiß nicht, was Oud ist, habe ich gerade vergessen. Und das ist einfach die Black Oud Kerze. So heißt sie. Und die ist auch wieder dunkel. Uff, das riecht sehr, sehr krass. Sehr intensiv. Sehr männlich herb. Also hat halt so ein bisschen was von diesem Patchouli, Frangipani, Tüdelü-Gedönsen, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass es gut riechen kann. Gerade wenn es dann halt kälter ist, dann tun so schwere Düfte auch mal ganz gut, finde ich. Muss man riechen, wenn sie an ist. Jetzt dürfte in diesem Adventskalender keine Kerze mehr enthalten sein. Ja, gehen wir zu der Nummer 21, die ist hier unten. Ritual of Ying. A piece of cake. The absolute gentlest shower foam you've ever experienced. Designed to help you renew, rebalance and find inner peace. Okay, das ist einfach ein Frieden, ein piece of cake ist quasi da ein Wortspiel, ne? Peace im Sinne von Frieden. Ja, du sollst einfach ein bisschen Frieden in dein Leben bringen und dich wieder ausbalancieren. Und Ritual of Ying Calming Foaming Shower Gel mit Sacred Lotus und Jujube soll dir entsprechend dabei helfen. Und wir hatten ja die Möglichkeit, die Look Fantastic Sonderedition zu bestellen mit Ritual of Ying. Da habe ich auch einige schon von da und ich finde diesen Duft richtig gut. Die 22 haben wir hier. Oh ja, be merry, a reason to smile with the Ritual of Happy Buddha Shower Scrub. Also das ist auf jeden Fall ein Grund, um zu lächeln mit diesem The Ritual of Happy Buddha Dusch Peeling. Smile and the world smiles back. Das ist echt so. Energizing Shower Scrub, also das ist mit Sweet Orange and Cedar Wood. Das ist ein super, super angenehmer Duft und das ist halt auch wirklich ein... Also eigentlich, wenn ich diese Duftkombination woanders lesen würde, würde ich sagen, nicht unbedingt meins, weil sowohl das Orange als auch das Zedernholz, ne? Aber wenn ich das hier bei diesem Produkt in Kombination habe, es ist bombastisch gut.
Ja, weil es ist halt süße Orange und nicht Orange an sich. Mega. Kommen wir zum Tag vor Heiligabend, der 23. Dezember. Oh, Holiday Hammam. Revitalize and deeply nourish your skin with the ritual of Hammam Body Cream. Also du sollst deine Haut revitalisieren und nähren mit der Körpercreme von Ritual of... Ups, Hammam. Ich habe gerade meine Hintergrundbeleuchtung gehauen. Die tut mir leid. Okay, das ist mit Eukalyptus und Rosmarin. Für mich tatsächlich auch eher ein Duft, ja, um ehrlich zu sein, ein eher männlicher Duft. Also das ist jetzt nicht so klassisch weiblicher Duft, jedenfalls nicht ein klassischer Claudi-weiblich Duft. A purifying ceremony for body and soul. Also das ist eine klärende Zeremonie für Körper und Seele. Riecht aber schon sehr, sehr angenehm und ja, also das muss ich wirklich sagen. Eukalyptus und Rosmarin. Interessante Kombi, oder? Dann schauen wir uns mal an, was in der 24 drin sein soll. Da bin ich jetzt echt gespannt drauf. Ich weiß gar nicht, was wir letztes Mal drin hatten. War das cool? Weiß ich gar nicht mehr. Ui! Okay, ja, a mini Christmas miracle. Find joy in your very own home spa with your purifying the ritual of Hammam. Also hier sollst du dann quasi in deinem ganz eigenen häuslichen Spa Freude finden mit diesem Produkt von the ritual of Hammam. Gut, die hätten hier auch irgendwie was Aufregenderes reinpacken können, meiner Meinung nach. Aber gut, ich weiß nicht, ob die Reihe neu ist und deswegen ist es ganz cool, wenn man das in den letzten Mal ein Kläppchen drin hat. Möglich, ne? Da hast du jetzt einfach ein erfrischendes, schäumendes Duschgel oder schäumendes Duschgel, habe ich gesagt, schäumendes Duschgel, genau, von The Ritual of Hammam. Haut mich persönlich jetzt nicht unbedingt aus den Latschen, dieses Produkt hier in der 24 drin zu haben, um ehrlich zu sein. Gucke ich mir den Adventskalender nochmal leer an. Ich habe kein Kläppchen vergessen. Ich finde schon, dass er sich gelohnt hat, weil hier doch einige schöne Produkte drin sind und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt halt wirklich. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und ja, werde ich ihn mir nächstes Jahr wieder kaufen? Auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt 5 Produkte ausgesucht, die ich gerne in diesem Video verlosen möchte. Das sind einmal die Abschminktücher, dann das Duschöl, dann in Kombination mit dem Handschuh. Dann habe ich hier noch Spring Love, das Body Spray, Ritual of Holy und eine Ampulle von den Glow-Ampullen, denn da haben wir ja 2 drin gehabt und eine davon behalte ich und eine dürft ihr dann entsprechend haben. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!